Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Blümlinger. Eva Blümlinger, die Wissenschaftssprecherin der Grünen, ehemalige Rektorin der Universität für Kunst. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, an den Bildschirmen, wie wir heute hereingekommen sind, hat der VSSDÖ, wir befinden uns im ÖH-Wahlkampf, protestiert auch mit dem Slogan, es ist ein Ende des freien Hochschulzugangs. Den freien Hochschulzugang hat es in Österreich nie gegeben, auch wenn das immer wieder behauptet wird, denn die 6 künstlerischen Universitäten hatten immer schon Zulassungsprüfungen. Und auch wer in Österreich Sport studieren will, muss eine Eignungsprüfung machen, so wie zum freien Hochschulzugang. Großer Wurf, ja und nein, in manchen Bereichen ist er das sicher, in manchen gibt es sicher einen Bedarf, aber wir haben bald die nächste UG-Novelle, wenn ich es richtig sehe, und einige Dinge werden wir dort auch wieder in den Blick nehmen. Die wichtigsten Änderungen liegen aber aus meiner Sicht bei den Studierenden. Ja, es gibt eine Mindestleistung von 16 ECTS-Punkten. Ich habe das immer gesagt, wir, die Grünen wollten keine, die ÖVP wollte eine. Wir haben uns in einem, wie ich finde, guten Kompromiss mit 16 ECTS-Punkten getroffen. In 4 Semestern, wenn wir diese Zahl sozusagen für das gesamte Zeit nehmen, so könnte man 15 Jahre für ein Bachelorstudium brauchen. Also der Druck, Frau Kollegin Kunzler, ist wirklich enden wollend. Was aber aus meiner Sicht sozusagen ein besonderer Meilenstein ist, ist die Anerkennung von schulischen, außerschulischen, beruflichen und außerberuflichen Leistungen in einem Höchstausmaß bis zu 90 ECTS-Punkten. Ein Bachelor hat 180, also sozusagen nahezu die Hälfte. Es gibt auch die Möglichkeit, Vereinbarungen gegen Ende des Studiums zu schließen, um zum Beispiel schneller in Lehrveranstaltungen zu kommen, die überbucht sind, wobei ich dazu sagen muss, dass diese überbuchten Lehrveranstaltungen nur auf ganz wenige Studienrichtungen überhaupt zutrifft. Es wird ja immer so getan, als wären alle Studienrichtungen so. Also in Wirklichkeit geht es hier um 10 bis 15 Studienrichtungen und durch die kapazitätsorientierte Studienplatzfinanzierung ist es natürlich auch so, dass sich die Betreuungsverhältnisse verbessert haben und diejenigen, die schon gut war, erhalten worden sind. Also dieser Bereich ist sozusagen abzuwägen und ich glaube, er wird für die Studierenden viel Positives bringen. Und die Milde ist schon gegeben, weil die Mindeststudienleistung erst mit dem Studienjahr 2022/23 beginnt. Ja, der 109er ist ein Quirks. Und es wird keine Lösung geben, mit der alle zufrieden sind. Wir probieren das jetzt einmal aus. Wir werden einem Antrag der NEOS zustimmen, den zu evaluieren, begleitend zu evaluieren. Aber für die nächsten 4, für Drittmittelbeschäftigte und die nächsten 8 Jahre für Lehrbeauftragte gibt es kein Berufsverbot, ganz im Gegenteil. Nur ich sage Ihnen, ich werde nie einer Regelung zustimmen, wo man unbefristet befristen kann und die Leute dann mit einem befristeten Vertrag mit 53, 55 irgendwo rausfliegen und dann sozusagen leider zu Sozialfällen werden. Das mache ich sicher nicht. Da muss es einen anderen Weg geben und da sind die Universitäten auch in ihrer Autonomie gefordert. Lassen Sie mich, weil das auch in den Medien heute im Standard wieder war, zu Ghostwriting und Plagiat 2 Sätze sagen. Wir haben das Ghostwriting und das Plagiat gestärkt, es wird bestraft und es ist sozusagen die Aberkennung der Titel möglich. Und das ist auch so formuliert, dass das in den Fachhochschulen möglich ist. Also keine Sorge, es ist für alle Hochschulen des tertiären Sektors in Zukunft so, dass diese Regelungen gelten. Ein Teil, der mir auch noch wichtig ist, ist der Zusatz bei akademischen Titeln, wo wir nun alle 3 Geschlechter berücksichtigt haben. Und jede divers kann sich diesen Titel in allen amtlichen Dokumenten eintragen lassen. Das ist das erste Mal in Österreich so und ich glaube, das ist wirklich ein sehr wichtiger Schritt, insbesondere für jene,
die im dritten Geschlecht sind und die sozusagen genau dies als öffentliches Zeichen brauchen. Ich komme zum Ende und möchte die Gelegenheit nützen, Kollegin Sonja Hammerschmidt verlässt ja leider das Parlament. Unsere Wege haben sich in den letzten Jahren in den unterschiedlichsten Funktionen immer wieder gekreuzt, sei es, wie sie bei der AWS war, sei es als Rektorin, sei es in der Universitätenkonferenz und jetzt im Parlament. Und ich bedauere es zutiefst, dass Frauen mit einem derartigen Know-how, mit einem derartigen Wissen, einer derartigen Kompetenz, politischen Erfahrung das Hohe Haus verlassen. Ich glaube, das Hohe Haus braucht Personen wie Sie. Und Sonja, ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Weg und es tut mir sehr leid, dass du gehst. Und im Übrigen bin ich dafür, dass die Windisch-Kaserne in Richard-Wadani-Kaserne umbenannt wird.